Willkommen zurück zu Secret of Mana. Wir machen jetzt hier weiter im Palast. Haben, glaube ich, nur noch ein oder zwei Siegel übrig, die wir hier nicht brechen müssen, aber na, wo wir hier die Orbs aktivieren müssen, ihr wisst, was ich meine. Sind wir hier richtig? Das sieht nach Peitsche aus. Halt. So. Mach es doch einfach. Ignoriere doch die Scheißviecher einfach. Genau, so ist das richtig. Und hier rein. Okay, das ist dann aber jetzt... wie hieß es noch gleich? Lunatic. Morphing. Voll... ja. Geht das? Muss ja gehen. Wobei Magie sogar wahrscheinlich besser gewesen wäre. Wäre noch günstiger. Oh, okay. Klappt wunderbar. Dann dürfte jetzt, glaube ich, nur noch einer fehlen. Da kommen wir nicht. Achso. Habt ihr da was zum... Wie geil ist das? Oh, die Schildkröten sind ja brutal. Oh, Hammer. Hab ich gar nicht drauf geachtet bisher. Stark. Gut, dann hier. Und hier müssen wir dann auch wieder. Yep, Schalter Nummer 1. So, kommt man mit hier runter. Zum Schalter Nummer 2. Und du bist... Ja, genau, ey. Das war doch klar. So. Sehr schön. Und daher wieder die Peitsche. Und hier rüber. Und hier rüber. Ja, jetzt. So. Und dann hier hin. Und nein. Hatten wir schon 8? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich meine, einer fehlte noch. Hier, der Harzinger. Okay. Nochmal so eine Echse. Die kennen wir doch auch schon. Ist das jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal, dass die kommt? Wieder in einer anderen Farbe. Guck mal, was die kann. Analyse werden sie. 1000 zu. Oh, das ist ja auch wieder. So gar nichts. Vesuvio wieder einmal. Natürlich. Nee, halt. So. Genau. Feuerhagel. 1200. Und dann natürlich gegen Vesuvio. Das sollte doch mit 2, 3. Ja, einmal noch und dann ist es vorbei. Wobei ich hatte vorher... Ach, egal. Weil das Vieh hat ja auf jeden Fall Magie und eventuell kriege ich da mit unserem letzten Punkt, den wir haben... Nein? Noch einen Magiesauger raus. Komm, bitte, bitte. Ja, heilt sich auch mal fast. Was ist denn jetzt los? Na, 4 ist jetzt nicht so doll. Hätte da noch mehr, die müsste noch mehr haben. Das würde sich ja nicht heilen. Ne, wir bekommen jetzt mehr Gärten, keine Magie mehr. Okay. Keine Magie mehr vorhanden, also kann sie sich auch nicht heilen. Zaubern werde ich jetzt auch nicht mehr, weil die ist ja eh gleich kaputt mit dem letzten Schlag. Und Magie nochmal verschluckt. Oh, mit so 260, also. Hammer. Okay, jetzt habe ich natürlich Blödsinn gelabert, jetzt sie ist mit dem nächsten Schlag kaputt, weil sie hat sich ja geheilt für einen Vesuvio-Cast. Macht aber keinen Unterschied. Speerorb, meine Lieblingswaffe, wenn ich nur eine Waffe hätte. So. Und du haltst mal grad durch. Und ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, hey, da kommt mir doch bekannt vor. Genau, hier geht's nämlich jetzt raus, da wo wir angefangen haben. Oh, und hier, war hier auch noch was? Ne? Hier müssen wir jetzt wieder nach oben, dann sind wir jetzt in dem Harzinger-Raum. Na nun, was ist das? Stimmt, deswegen mussten wir nicht 8 machen, weil einer fehlte ja. Und der Imperator steht da. Der Imperator. Aber er ist... Was zum... Hey, da hinten ist ein Ausgang erschienen. Okay, ich glaube, der Imperator, der ist nicht so ganz... wie auch immer. Und ich meine, jetzt erwartet uns gleich ein Bosskampf. Deswegen, auch wenn wir Magiesauger haben... Werde ich einer von unseren zahlreichen Weinüssen verwenden. So. Und dann schalten wir mal auf Lisa. Trax. Herzlich willkommen. Trax, was hast du mit dem Imperator gemacht? Warum? Wir brauchen ihn jetzt nicht mehr. Wir haben unser Ziel erreicht. Wieso wir? Wer denn noch? Oh, als
jetzt kommt wieder die Psychomucke von Tantalus. Das ist so abartig. Seid gegrüßt, ihr kleinen Narren. Wo ist Hagen? Ist er gesund? Und wie? Schon bald wird er mein neuer Körper sein. Was hast du vor? Geht euch nichts an. Los, Tantalus. Wir müssen sofort zur Mana-Festung. Rache ist süß. Und Schuss. Ja, Tantalus. Ich meine, das ist jetzt keine große Überraschung. Weil wir ja wissen, dass er dahinter steckt. Aber trotzdem. Aber die Tantalus-Musik, die ist einfach hart. Und der Gegner hier, die Medusa, ist, glaube ich, auch nicht von schlechten Eltern. 3500 fast. 69 Multipunkte. Und Zauberspieler. Anfällig gegen nix. Auf wen hat die jetzt die Zauberspieler gegeben? Ich hoffe nicht auf uns. Und was machen wir denn? Ich weiß nicht, ob ich euch schon alle Zauber gezeigt habe. Deswegen zeige ich euch jetzt mal die Hades-Granaten. Ich weiß auch nicht. Also besonders anfällig ist hier gegen nichts. Zaubersperre auf Kass. Das ist natürlich sehr geil. Da er eh nicht zaubert. 306. Ja. Machen wir mal hier einen Orkanschub. Gucken wir mal, was mehr rein baut. Wieder Zaubersperre auf ihn. Ja, das kommt nicht so gut rein. Dann mein Favorite. Die Schlammbombe. Zaubersperre auf Kass kann sie gerne weitermachen, das gefällt mir. 300, ja. Und gehen wir mal alles durch. Noch eine Runde Frostwelle. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Naja, nee. Aber Vesuvio. Mensch, Feuer ist immer gut. Ab gegen Schlangenviecher mit vier Armen. Zaubersperre jetzt auf. Sehe, das ist nicht gut. Dann nutzen wir aber die Chance und dann zeige ich euch hier noch was von Latik. Nee. Ah doch, komm, machen wir mal eine Runde. Laserentfernung. Laserentfernung, Stufe 7. 8 Punkte kostet das. Schrumpflover. Auf Kiki. 200, na gut, ist in Ordnung. Aber erstmal wieder vergrößern. So. Autsch. Zaubersperre ist weg hier. Zaubersperre ist weg. Jetzt haben wir, glaube ich, schon alles gesehen. Das ist Magiesorge. Ja, guck mal, ob wir ein bisschen Magie von der absaugen können. Schaden kann sich. 10. Wunderbar. Nicht viel, aber besser als nichts. Dann die Hades-Granaten. Dann zeige ich euch gerade mal die Höllenaura. Oder Schaden. Zaubersperre. Aha. Ich glaube, Zaubersperre auf dem Boss ist unglaublich. Zeigen wir mal die Höllenaura. Ich weiß nicht, was die macht. Macht die nur Schaden? Die macht irgendwie... Okay, machen wir es auf die andere Art. Hades-Granaten-Spam. Und der gute Kass ist klein, aber den lassen wir erstmal klein. Brauchen wir nicht unbedingt. So. Lange durfte die Medusa auch nicht mehr stehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ja schon was über das Shankcasten gesagt habe, weil ich da auch nicht so der Experte bin, aber das können wir da auch mal machen. Und wir haben hier die Hades-Granaten und machen die jetzt schon mal drauf. So. Und drücken ganz schnell unsere neue Taste, unsere neue Taste um unsere Menü-Taste und casten nochmal. Und ihr seht, es kommt noch keine Schadensmeldung. So. Das haben wir jetzt ganze dreimal gemacht und ein viertes Mal wäre sinnlos, weil dann sind wir schon beim Maximal. Und es wird der Schaden jetzt zusammen addiert direkt. Das heißt, wir können sie dauercasten und... Okay, die ist kaputt. Und dann würde die praktisch den Schaden von allen drei Sachen auf einmal bekommen. In maximal ist 999 möglich. Das ist die Schadensspitze bei einer Attacke. Wäre jetzt also dreimal Sinn gewesen. Das Gute von den ganzen ist, man kann im Prinzip die ganze Zeit durchcasten, ohne dass der Gegner was machen kann. Ist aber auch nicht bei allen Attacken möglich und auch nicht bei allen Geistern möglich. Also bei Hades-Granaten geht das ziemlich gut. So, Peitschenopf. Haben wir nicht schon einen bekommen? Eben. Wir sprechen uns noch. Hiki erreicht Level 53, Lisa auch und Castor bestimmt auch, oder? Jawohl, alle Stufe 53. Sehr schön. Dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Schnitt und im nächsten Teil geht es dann weiter. Bis dann.